Und damit willkommen zurück zu The Medium. Wir sind jetzt hier gerade, ich glaube, im Geist von Henry Milks und versuchen gerade ihn auch irgendwie zu bestrafen dafür, dass er uns im letzten Part, sage ich jetzt mal, so ein bisschen versklavt hat. Shit, here he comes. Der ist jetzt nur dagegen gerannt, ne? Möchte ich mal ganz kurz anmerken. Aber nettes kleines Wauwau. Na, jedenfalls, ja, wir versuchen jetzt hier sozusagen seine dunkle Seite herauszufinden, wie das Ganze jetzt entstanden ist. Das war eine ruhige Hand bewahren. Ziehen. Schade. Wäre wir jetzt noch gekommen, wäre er schön drunter gelandet. Das wäre eigentlich ganz praktisch gewesen. So. Where are you, you four-legged fuck? Da kommt er doch aber niemals ran, oder? Ne, da kommt er nicht ran. Can't get me up here, can you? Und gleich Jump. Da bin ich. Schluck. Stay the fuck down. Und ich glaube, jetzt muss ich hier runter. Hoffe ich. Mysteriös, das Ganze. Mysteriös. Halt, nein, 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 noch nicht durch die Tür, stopp. Da ist noch was. Mom und Daddy? Moment. Hä? I'm going away tonight. Business trip, short notice. Couldn't be helped. Not sure if that's a good idea. I have work on my mind. I see. Then again, maybe I should. Do you think I should? Simon, where are you, boy? Hä? Jetzt können wir Schwert angucken und mehr nicht. Das war's? Nur Schwert angucken? Dad? Ah. Hey there, Jack. Are you going away again? Daddy has to go to work. Once I get back, I can go fishing. You'd like that, wouldn't you? I don't like it when you go. I know. But sometimes Daddy needs to work. It's good for all of us. You understand? Wir folgen yes, Father. Einem Rollstuhl. In dem Koffer ist nichts drin. Okay. Jetzt gehen wir durch eine Tür und kommen wieder in einen anderen Raum, oder wie? Aha. Don't worry, kid. This'll all be over soon. Ah, Thomas hat auch keine Skrupel, ne? Eine riesengroße Festung.
That's right, kid. Just come to me. I'll put an end to it. I'll set you free. No, it won't let us leave. The monster, it's... Don't worry about the monster, kid. I'll deal with it. I'll put it down for good. Not if it puts you down first. What did you say? Ist es mit der Grafik Absicht? Your tricks won't work on me, old man! Moment, Lily, Marianne und dann Daddy? Ist Thomas mein Vater? Also der Vater von Marianne? Ich hoffe mal, sie liegt gemütlich. I remember. It's him. It was always him. Thomas. Thomas is gone. You're too late, girl. You tried to kill us. What did you do to her? What did you do to Lillian? I was already dead. Your father made sure of that. Thank you.
time to clean it up. Once and for all. Thomas Rekovich. My father was he the man on the pier? The man with the gun? The murderer from my dream? How could he? Why? I needed to know what happened after the fire. What happened to them? To me. Finde einen Weg, Henry aufzuhalten. Okay. Und entdecke das Geheimnis in Thomas seinem Haus. Okay, Marianne. Focus. This was your home once. There's gotta be something here. Also ich kann ja also auch wieder hin und her wechseln zwischen den Welten. All burnt up. But I can still make out some of it. Also muss ich jetzt Schmetterlinge finden. Okay. Oh, hier ist mein altes Puppenhaus. How the hell did it survive the fire? Locked. Maybe there's a way to open it. Hat sie gerade echt gesagt versperrt? Ich meine, das ist ein Puppenhaus. A family photo. It's sad to see it like this. Left behind. Forgotten. Nehme ich das mal doch mit. Noch habe ich keinen Hinweis, wie ich sie hinstellen muss, deswegen nehme ich es erstmal mit. Another photo. Somehow it feels wrong to just leave them lying around. I should find somewhere to put it. Und dann wahrscheinlich auch in der richtigen Reihenfolge. Ich halte nicht aus, wie sie sie ansieht. Sie hasst sie wegen dem, was dir passiert ist. Sie denkt, es sei ihre Schuld, als ob sie es mit der Absicht getan hätte. Sie ist noch zu jung, sie braucht Zeit, um zu verstehen, aber manchmal habe ich Angst. Angst, dass sie ihr etwas antun. Ich sage mir immer wieder, das würde sie nie tun. Aber andererseits kenne ich sie besser als sonst jemanden. Jeder hat Dämonen. Redet er von mir? Ich habe keine Dämonen in mir. Komme ich gar nicht runter. Das ist nur ein Spiegel. Dann gehen wir mal durch den Spiegel. Let's see what's on the flip side of this place. Komm nicht ran, weil es da kalt ist. Und wenn es zu kalt ist, dann könnte es sein, dass es sozusagen mit mir zu Ende geht. Also muss ich erstmal doch auf die andere Seite. Und muss sozusagen das Feuer entfachen. Aber okay, gut. Ist ja kein Ding.
Dann würde ich sagen, packen wir da als erstes erstmal das Hochzeitsfoto hin. Dann als nächstes das Babyfoto und dann als nächstes das andere Foto. The Rekovich Family History. Okay. Damit habe ich jetzt irgendwas, ja, in Gang gesetzt. Das Feuer brennt, das heißt, dann kann ich jetzt wahrscheinlich da ran. Yep. Maske der Freude. Und irgendwelche komischen Zeichen. Zwei Ringe, eine Schleife und ich sag jetzt mal eine Fötusstellung, so irgendwas. Hm. Sieht aus, als ob man so ein Ei aufschneidet. Why do I feel that's not all you are? Eine Schmetterlinge muss hier irgendwo angebracht werden. Aber mehr kann ich jetzt hier aktuell nicht finden. Und hier komme ich auch so nicht raus. Halt. Darf der noch lang? Nee, auch nicht. Kann ich ja hier wirklich viel nicht machen. Hat das was? Ah. The dollhouse, the mirrors, it's all connected. This room feels like I shouldn't be here. Okay. Nettes Gimmick, muss ich sagen. Irgendwas zum Angucken? Da, ein Kissen. I hate you. All of you. None of you know. None of you understand. I do. Another mask. Were those the friends Satanus talked about? Jetzt sammle ich hier Masken ein. Kommen wir noch auf den Maskenball, hä? Something underneath. Irgendwas ist dahinter. Schneiden wir mal auf. Man könnte ja mal an der Seite vorbeigucken. Nein, bloß nicht. Ich finde es heraus. So ein Puppenhaus geht schneller aufzuschneiden. Ups, so war es jetzt eigentlich nicht gedacht. Sorry. Ich muss scheinbar nochmal auf die andere Seite. In den anderen Raum und da nochmal zurück. So. Und nochmal durch da. Durch den Spiegel. This room, it feels very familiar.
Ja, ich klicke immer zu schnell. Es tut mir leid. Ah. Locked. Four slots. I guess that means four butterflies. Und ich habe erst 3. Das heißt, wo ist Nummer 4? I don't need her. She took my mom away from me. I hate her. I wish she was dead. Lily, I... No, it was not my fault. What the hell's happening to me? Hope that's the last of them. Okay, also jetzt müssen wir wieder die vier Schmetterlinge hinpacken und ich glaube, warte mal. Das müsste der sein. Könnte der sein. Ist der? Save yourself. Let me help you. What about her? Leave her. Let her burn. Oh God. Was, Lily hat dich abgefackelt? Lily hat das Haus abgefackelt? What? Wegen dem... Ich sag jetzt mal Arsch. Da muss ja noch irgendwas sein, sonst dürft ihr auch nicht hier ran. Ja, aber aktuell ist ja echt noch nichts. Kommt wohl noch. So, dann bringen wir jetzt mal die letzte Maske zurück. Mal gucken, wie creepy es jetzt wird. Eigentlich haben wir jetzt alle Monster besiegt, soweit ich das weiß. Außer Lily. Wenn man sie als Monster bezeichnen kann. But I can't leave her here. She'll die. Good. Remember, Mommy. It's all her fault. No, no, no. She's my sister. Then set me free. And I will save you both. Ah! Shit! Nein, nein! Oh. Die Motten der Geister sind so gefährlich. Habe ich doch gemacht. Ja, B habe ich doch gedrückt. Nee, habe ich nicht gedrückt, weil ich keine Energie hatte für das Geisterschild. Das war's. Ach, Schmutz. Aber wo kriege ich denn die Energie dann her? Komme ich da hin? Komme ich vielleicht da noch irgendwie ran? Hm. Auch irgendwoher Energie, ich weiß noch nicht woher. Okay, ich musste nur entkommen. That thing. It came from her. Bought its way out with our lives. Lily. She. I need to find her.
Tell me about the fire, Lily. You were locked in, alone? No. We were not alone. No? Who else was there? The voice. I didn't invite it, but it came anyway. Oh, Lily. Da darf ich durch wahrscheinlich. Was haben wir da noch? Daddy, where is Marianne? She needs to stay at the hospital a while longer. Will she be all right? I want to see her. She's asleep, honey. The doctors aren't sure when she's gonna wake up. I was in a coma. That's why I couldn't remember anything. Okay. Lily, listen. You have to come with me now. Daddy? Where are you taking me? I'm sorry, baby. I'm so sorry. Thomas. What the hell did you do to her? Das versuchst du jetzt herauszufinden, was Thomas mit der Lily gemacht hat. Sie ist krank, aber es ist nicht körperlich. Er hatte recht in dieser furchtbaren Nacht. Etwas ist damals erwacht, etwas wurde geboren in ihr. Er frisst sie von innen auf, zehrt von ihrer Kraft, ihr kleiner Körper verkümmert. Ich muss etwas unternehmen. Wir müssen etwas unternehmen. Rechnung, Frage der Zeit, Uhrenladen, Krakau, Bestellung, Preis, 600 Slotti. Keine Ahnung, wie viel das wert ist, aber... A lot of love was put into this. But there's sadness too. Schönen Jahrestag, 10 Jahre. Wie die Zeit vergeht, hm? Hier ist eine Kleinigkeit, damit du sie nicht aus den Augen verlierst. Ich liebe dich, du Dummkopf. Oh, das war Thomas seine Uhr. Aber gut, wo ist Thomas? Und wo ist Lily? Jesus, this thing is serious. Looks like it's military. Solid steel. Combination lock. Ach, da darf ich wieder nicht mit dem... ich glaube, wir haben... sonstige Notizen... Dämonen, der gute alte Frank, To-Do-Liste, stärker werden, Tagebuch des Mentors, Quelle der Inspiration, ein neues Zuhause ist es auch nicht, Postkarte des Hausmeisters, wo was drauf ist. Ich glaube nicht. Und auf einem Foto. Also irgendwoher brauche ich den Code. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich ihn schon hatte. Nicht so gesehen, dass man meine ganzen Videoaufnahmen durchgehen darf.
Das ist ja auch ein bisschen außergewöhnlich. Ne, hier ist nix. Gut, ich könnte meine Fähigkeit benutzen, ne? Weil hier ist nix in der Nähe, ne. Ah, dann benutze ich mal meine Fähigkeit an dem Pult. An dem Eingabefeld Pad. Hm. 19. ist auch nicht. Nee, es muss mindestens eine andere Zahl dabei sein. Also wir wissen, es ist eine 1, eine 6 und eine 9. Die Frage ist, was leuchtet deutlicher? Puh, Leute, wow. Ei, ei, ei. Oh nein, er ist schon wieder da. Lauf. Wie kann der zurück sein? Wir hatten ihn doch vernichtet. Kann das sein? Wir hatten ihn vernichtet. Shit! What will it take to get rid of that fucking thing? Ist das vielleicht Thomas? Okay, da brauche ich wieder Energie. Es ist vollbracht. Sie werden es nie erfahren. Sie dürfen es nie erfahren. Sie würden nicht verstehen. Sie könnten mir nicht vergeben. Aber sie sind sicher. Das ist alles, was zählt. Trennung. Das ist der einzige Weg. Hui. What is this place? Some sort of a fallout shelter? Dann schneiden wir es mal auf. Mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Nix weiter. Super. Ah, hier ist ein Gang. Flackert das Licht. Hinten ist nichts, da darf wieder hoch. Ein krasser Atomschutzbunker, ganz schön groß dafür, ne? There. That looks like a way out. But it's half underwater. Ja und? Weil es halt unter Wasser ist? Das ist doch kein Grund aufzugeben. Gut, ich würde jetzt auch nicht unbedingt in die Brühe gehen, aber okay. Maybe I could pump out the water from here. Out of juice. Because of course it is. Ah.
Pumpmechanismussteuerung. Wasserstandanzeige misst den Wasserstand in der jeweiligen Kammer. Wasserfluss ein. Flussrichtung ändert die Wasserflussrichtung, startet die Wasserpumpe. Okay, auf dich kommen wir später zu sprechen. Als wir zum ersten Mal übers Gelände stolperten, dachten wir, dass es sich nur um einen alten deutschen Bunker handelt. Ein paar Korridore, vielleicht ein paar alte Vorräte. Nach 2 Wochen Ausgrabung wussten wir, dass das alte Schnauzbärtchen große Pläne für diesen Ort gehabt haben musste. Ein ganzes System von unterirdischen Tunneln. Stahlbetonwände, das komplette Programm. Er wollte sich wohl einen kleinen Rückzugsort im Wald bauen, falls die ganze Sache mit den Herrenrassen nicht klappen sollte. Ups. Die Roten taten, was sie am besten können. Sie rissen es sich unter den Nagel. Sie wollten es mit der vollwertigen Atombunker umwandeln, brachten sogar das Stromnetz zum Laufen. Aber weiter sind sie nicht gekommen, bevor der Traum von Eva in die Hose ging. Zu meinem Glück war die ganze Sache streng geheim und ich habe dafür gesorgt, dass das auch so blieb. Soweit ich weiß, starben die meisten Menschen, die davon wussten, bei dem Massaker. Ich würde es nicht gerade einen Silberstreifen nennen, aber trotzdem. Wenn etwas schief geht, haben wir einen Ort, an dem wir uns verstecken können. Oh. Jetzt bin ich wieder hier. Okay, let's get a lay of the land. Westliche Kammer, Ventiltank 1. Oh mein Gott. Okay, und hier haben wir jetzt... Also Strom, wenn ich den anmache... Dann ist das da unter Wasser. Aber... Dann kann ich jetzt andersrum laufen. Und kann theoretisch... von der anderen Seite ran. Und dann ist ja Strom da. Ah, lower levels are flooded. Okay. I'm not much of a diver. Kann ich theoretisch hier hoch? Und von der anderen Seite kommen. So beispielsweise. Strom läuft. Oder auch nicht. Ich habe doch Strom... Ich habe dem Ganzen noch Strom gegeben. Was soll denn das? Vielleicht kann sie irgendwo unten was finden. Vielleicht ist ja bei ihr gar kein Wasser. Ja, bei ihr ist kein Wasser. Okay. Kann ich wieder zurück? Und kann das Ganze dann aktivieren. Yes, so muss es. Dann läuft die Pumpe doch wieder. Wassertank 1. Looks like both retention tanks are closed off. Maybe I could get down there and open them manually. Machen wir es mal so. Okay. I can probably get to the first tank now. Nazi. Ungrateful. Not for me. Not for me. Where would you be? What would
would you be? Burnt, charred, scorched, dead. You owe me! Wieso ist der eigentlich schon wieder da? Komm, durch da, durch da. Und Wassertank öffnen. There. Now it's ready to gulp down some water. Wie komme ich da jetzt lang? Ach so. Okay, gut. Der erste Wassertank ist wieder aufgefüllt. Oder beziehungsweise der erste Wassertank ist jetzt offen. Ich würde sagen, im nächsten Part machen wir dann den nächsten Tank. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich fürs Zuschauen, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.